Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von LS Models den Pirata Pi 19710 aus. Ja. Schauen. So. Ja, hier ist aus Neuheiten des Modells, Rechnung natürlich und ich glaube ein Gutschein, glaube ich, keine Ahnung. So, hier ist er ja schon. So, so sieht er gezeigt aus. Also hier PI 9710. Das ist ja wahrscheinlich die Artikelnummer, die der hat. Also hier Tab Rosso, Girotondo Italy Express. Das ist Epoche 5. Und zwar ein UICY-Wagen aus der Familie von den UICY-Wagen. Deshalb ist der, wird er auch etwas kürzer ausfallen. Ach, schau mal an. Hier hat man wieder was bekommen hier? Serie Exclusiva Limata, die 125er. Ja, da steht auf jeden Fall, dass es eine limitierte Serie ist von 125 Stück. Das denke ich mal ist auf LS-Modells mit der Kooperation. Wir haben 0, also die 66. Serie von 125 bekommen sie wahrscheinlich. Ja, den werden wir jetzt mal uns anschauen. Habe ich ja schon gesagt, der ist ja wahrscheinlich etwas kürzer wie ein UICX-Wagen. Ja. Hier noch, ich glaube, das ist für den Innenbeleuchtungseinbau, wie man den Wagen aufbekommt und ja, und die Zusatzteil, wie man die halt anstecken muss hier. Ja. So, dann schauen wir uns mal den Wagen an. Okay, also hier sind schon mal die Zugriffsteile, Kupplungen sind, ich glaube, von den ersten Modells typischerweise nicht dran. Es werden aber ein paar Kupplungen mitgeliefert mit den ganzen Zugriffsteilen. So, und hier ist dann der Wagen. So. Schön. Sehr schön. Hoffentlich hat er gute Fahreigenschaften.
Aber da es ein limitiertes Sondermodell ist, denke ich schon, dass sie da bei den 125 Stück da schon eher drauf achten, dass die gut fahren. Ich glaube, bei LS-Modellswagen hatten wir. Nee, warte, der Nightjet war ja auch von LS-Modells. Also, falls jemand diese Nightjet-Packung da kennt, also wir haben da ja schon ein Fahrvideo drüber die gemacht, aber die machen gerade auch Probleme ein paar. Auch schön hier die ganze Zierde. Ja, da die UICY, ja, die UICY Wagen waren eher in osteuropäischen Städten, osteuropäischen Staaten wie Frankreich und auch mal in Italien unterwegs, deshalb hier auch ein italienischer Speisewagen. Ja, ui. Fällt auch, man merkt es auch ein bisschen, fällt etwas kürzer aus. Also man merkt schon ein bisschen, dass der kürzer ist. Sieht eigenartiger aus, weil ich jetzt da nicht nur die Y-Serie kenne. Ja, sonst ein sehr, sehr schönes Modell. Fahrvideo zu dem Wagen gibt es natürlich auch noch. Zwar jetzt noch nicht, aber kommt dann demnächst. Also einfach Glocke aktivieren und natürlich den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr auf jeden Fall das Fahrvideo nicht. Habt ihr alles richtig gemacht. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.